Wir befinden uns mitten in der Tugendethik, genauer gesagt mitten bei Aristoteles. Und der hatte uns letzte Woche ein bisschen Kummer bereitet, weil er im ersten Zugriff sich gar nicht gut als Tugendethiker einstufen ließ. Einige seiner zentralen Begriffe, einige seiner wesentlichen Gedanken klingen im ersten Zugriff nicht tugendethisch, sondern eher teleologisch oder auch deontologisch. Zunächst einmal, er spricht davon, in der Moral geht es um ein höchstes Ziel, um ein telos teleiotaton. Genauer gesagt ist das die Glückseligkeit, die Eudaimonia. Und das klingt zunächst einmal so, als sollten wir jetzt einen Zustand erreichen, diesen Zustand des höchsten Ziels der Glückseligkeit erreichen. Das kann aber nicht sein, denn bei Aristoteles geht es in der Ethik um das Handeln, nicht um das Herstellen. Und Herstellen hat sein Ziel immer außerhalb des Herstellensprozesses selbst, in einem Hergestellten, einem Produkt. Handeln aber hat sein Ziel immer im Vollzug des Handelns selbst. Deshalb muss auch das höchste Ziel, muss auch die Glückseligkeit im Handeln selbst verwirklicht werden. Deshalb haben wir da keine Teleologie, jedenfalls nicht im üblichen Wortsinne. Es klingt jetzt aber eher nach einer Deontologie. Jetzt scheint es so zu sein, dass das Moralische sich daran bewähren muss, dass wir eben richtige Handlungsvollzüge ausüben. Das kann aber auch nicht sein, denn genauer geht es nicht um irgendein Handeln, sondern um das menschliche Handeln. Und menschliches Handeln ist immer vernunftgeleitetes Handeln. Und wenn wir deshalb herausfinden wollen, was das richtige Handeln ist, dann muss es ein Handeln sein, in dem diese typisch menschliche Vernunfthaftigkeit in der höchsten Weise entwickelt ist. Und diese Vernunfthaftigkeit ist in höchster Weise entwickelt, wenn sie tugendhaft ist. Und damit beschäftigt sich Aristoteles dann, genau diese Tugendhaftigkeit der menschlichen Vernunft genauer auszubuchstabieren. Und dann macht er etwas, was wir schon von Platon kennen. Er stellt ein Seelenmodell auf und wird an diesem Seelenmodell dann verschiedene Tugenden explizieren. Die Folie, die Sie hier sehen, war die letzte Woche da an der Wand war. Aristoteles unterscheidet im Wesentlichen drei Seelenvermögen. Das Denken Vernünftige, das Dianoetikon, das Sinnlich Begehrende, Aesthetikon, Orektikon und das Organisch Vegetative, das Treptikon. Jetzt geht es darum, wo können da Tugenden sitzen? Nun ja, in den Seelenvermögen, die einen Vernunftbezug haben. Das ist beim Obersten der Fall, das ist die Vernunft. Deshalb sitzt da eine Tugendgruppe, die sogenannten Verstandestugenden, die dianoetischen Tugenden. Die schauen wir uns gleich genauer an. Es ist auch beim zweiten Seelenvermögen der Fall. Auch das sinnlich Begehrende hat einen Vernunftbezug. Beim Menschen kann es auf die Vernunft horchen. Deshalb sitzen auch da bestimmte Tugenden. Das sind die sogenannten Charaktertugenden. Das sind die eigentlich ethischen Tugenden, in denen es wirklich um Moral geht. Das dritte Seelenvermögen, das organisch-vegetative, hat bei Aristoteles keinen Vernunftbezug, deshalb sitzen da keine Tugenden. Bisher haben wir jetzt also zwei Tugendgruppen unterschieden, gemäß den beiden Seelenvermögen, die einen Vernunftbezug haben. Und jetzt wollen wir sie genauer ausdifferenzieren zu einzelnen Tugenden, wie etwa Tapferkeit oder Besonnenheit vielleicht. Das passiert es aber nicht mehr dadurch, dass wir die Seele jetzt noch genauer einteilen, sondern Aristoteles macht es so, dass er jetzt fragt, was sind die verschiedenen Lebensbereiche, die verschiedenen Gegenstandsbereiche, die verschiedenen Tätigkeitsbereiche, mit denen die Seele befasst sein kann und in denen sie sich dann entsprechend tugendhaft zu bewähren hat. Und jetzt schauen wir uns zunächst einmal diese erste Tugendgruppe an, die dianoetischen Tugenden. Da können wir genauer unterteilen. Zum einen kann unsere Vernunft befasst sein mit Dingen, die notwendig so sind, wie sie sind und die sich auch gar nicht verändern lassen. Und hier kann das Ziel für unsere Seele vernünftigerweise nur sein, dass sie versucht, es zu erkennen. Denn tätig sein kann sie hier gar nicht. Da kann man nichts machen, da kann man nichts ändern. Deshalb ist das Ziel hier reine Kontemplation. Und da unterscheidet Aristoteles jetzt nochmal genauer, drei Tugenden, einmal Wissenschaft, Episteme, manchmal auch übersetzt als Wissen oder Kenntnis. Und diese Wissenschaft geht bei ihm immer auf Allgemeines. Also man muss sich etwas vorstellen, die stellt Sammlungen von Lehrsätzen auf. Taxonomien, Naturordnungen, zum Beispiel in der Biologie. Zweitens gibt es Einsicht, Nous, übersetzt auch manchmal als Geist oder Verstand. Und der geht auf Prinzipien.
Also der versucht, oberste Grundsätze herauszufinden, oberste Naturgesetze, oberste Erkenntnisregeln. Zum Beispiel in der aristotelischen Physik der Satz, dass alles an den ihm angestammten Ort strebt. Das wäre so ein oberstes Prinzip und das herauszufinden wäre Sache der Einsicht des Nous. Und drittens gibt es Weisheit, Sophia, die kam schon bei Platon vor. Und die definierte als Wissenschaft und Einsicht bei den ehrwürdigsten Dingen. Und erstaunlicherweise, dazu gehört nicht etwa der Mensch, sondern da gehört paradigmatisch herein die Astronomie, also Kenntnis von den Gestirnen. Das ist eigentlich Sophia. Sie merken den Unterschied zu Platon. Wir haben ja eine genauere Aufteilung der Tugenden des obersten Seelenvermögens. Bei Platon sitzt da im Wesentlichen nur die Weisheit als die Tugend der Vernunft. Hier ist die Weisheit etwas Spezielleres. Sie ist zwar sehr hochstehend, aber sie ist nur eine Tugend von mehreren. Vor allen Dingen hier ist diese Weisheit ganz theoretisch. Die ist gar nicht mit dem Menschen oder der Moral befasst. Das wird gleich eine andere Tugend übernehmen. Zweitens kann sich die menschliche Vernunft auch mit den Dingen befassen, die nur kontingenterweise so sind, wie sie sind und die sich auch verändern lassen. Und hier wird ihr Ziel sein, das Tätigsein. Erkennen reicht hier nicht. Hier soll man wirklich zum aktiven Tun übergehen. Und es gibt bei Aristoteles ja eben zwei Arten von Tätigsein, die kennen wir schon und für die gibt es jetzt jeweils eine passende Tugend. Die Kunst, griechisch Technē, die geht nämlich auf das Herstellen, auf die Poiesis. Da geht es um jede Art von Fertigkeit. Unser modernes Verständnis von Kunst oder Technik ist ein Teil hiervon, aber auch nur ein Teil dieser Technē. Also Künste in unserem Sinne, wie Malerei oder Bildhauerei, ja, die gehören dazu. Auch Techniken in unserem Sinne, wie Ingenieurtechnik oder Biotechnik, ja, die gehören dazu. Aber auch zum Beispiel jedes Handwerk gehört dazu. Kriegshandwerk gehört dazu, Kriegskunst. Medizin gehört dazu, Heilkunst. Auch unser moderner Begriff von Poesie ist natürlich viel enger als dieses Poiesis. Es geht hier um jede Art von Herstellen, jede Art von Produktion. Und der zweite große Bereich des Tätigseins ist ja eben das Handeln und dafür ist zuständig die Klugheit, die Phronesis. Die regiert das Handeln, die Praxis. Man übersetzt Phronesis auch manchmal mit sittlicher Einsicht, moralische Urteilskraft oder praktische Vernunft. Gar keine schlechten Übersetzungen, Klugheit ist aber üblicher. Und hiermit ist der gesamte moralische Sektor erschlossen. Und der wird sich nochmal aufspalten, gleich in verschiedene Tätigkeitsfelder. Das heißt, Klugheit ist nicht schon eine moralische Spezialtugend, wie diese Übersetzung Klugheit das andeutet. Es ist nicht eine spezielle Tugend des klugen, diplomatischen, einfühlenden oder gar irgendwie schlauen, gerissenen, kalkulierenden Umgangs mit seinen Mitmenschen. Es ist die moralische Grundtugend überhaupt, wie es die Übersetzung sittliche Einsicht vielleicht auch besser vermittelt. Es ist eine Fähigkeit zum Erkennen des Richtigen und zum entsprechenden Handeln in sämtlichen Lebensbereichen. Und hier kommt es jetzt zu einem besonderen und sehr spannenden Prozess. Diese Klugheit muss also in einer gegebenen Situation das richtige Handeln bestimmen. Nach Aristoteles hat dieses richtige Handeln immer den Charakter einer rechten Mitte zwischen zwei falschen Extremen. Wenn das wiederholt geschieht, kommt es zu einem Effekt der Gewöhnung. Und diese Gewöhnung besteht darin, dass der Handelnde eine bestimmte Haltung ausprägt, griechisch Hexis oder lateinisch dann Habitus, eine Handlungsdisposition. Diese Haltung, die man dadurch erwirbt, dass man immer wieder die rechte Mitte getroffen hat, bezeichnet Aristoteles auch als eine Art zweiter Natur, die der Mensch im Lauf der Zeit erwirbt. Und sie befähigt ihn, in entsprechenden Situationen künftig ohne Überlegung, das heißt ohne Hilfe der Klugheit, angemessen zu handeln, die rechte Mitte zu treffen. Und genau diese Haltung, diese Hexis, dieser Habitus, das ist die dem entsprechenden Lebensbereich zugehörige Charaktertugend. Das heißt, über den Prozess der Gewöhnung, der Einübung, kommt es dazu, dass diese Verstandestugend Klugheit sich gewissermaßen in die verschiedenen Charaktertugenden transformiert, je nach Lebensbereich. Und die listen wir jetzt auf. Also über die Gewöhnung verwandelt sich diese Verstandestugend der Klugheit
gewissermaßen als die moralische Mastertugend in die einzelnen Charaktertugenden, gemäß den verschiedenen Lebensbereichen, in denen ich mich bewähren muss. Das Verhalten ist dann nicht mehr reflektiert, ich muss dann nicht mehr nachdenken, mein Dianoetikon ist nicht mehr involviert, aber das ist auch richtig so, das ist das Ziel. Ich will meinen Charakter formen. Indem aber die Klugheit immer eine rechte Mitte treffen musste, sind auch diese verfestigten Charaktertugenden jeweils als eine rechte Mitte darstellbar. Das heißt, zu jeder Charaktertugend gibt es jetzt auch zwei falsche Extreme, zwischen denen sie sich befindet. Ein Übermaß und ein Mangel. Insbesondere mit Blick auf die beteiligten Affekte. Das ist in einigen Fällen unmittelbar einleuchtend, in anderen ist es zunächst überraschend. Und natürlich, diese Gewöhnung kann auch schiefgehen. Wenn meine Klugheit die rechte Mitte verfehlt und immer bei einem der Extreme landet, dann werde ich nicht eine Tugend ausbilden, sondern eben ein Laster, nämlich eines dieser Extreme. Da haben wir zum Beispiel die Tapferkeit, Andrea. Und die ist eine rechte Mitte. Man soll nämlich nicht feige sein, ja, das würde man erwarten. Man soll aber auch nicht tollkühn sein. Hier geht es um die Affekte der Furcht und Zuversicht. Und auffällig ist natürlich, ja, auch die Tollkühnheit ist nach Aristoteles falsch. Das Ideal des Tapferen ist dann vielleicht eher ein Odysseus als ein Achilles. Besonnenheit, Sophrosyne. Ja, auch die ist eine rechte Mitte. Sie liegt nämlich zwischen Zügellosigkeit, ja, das würde man erwarten, aber auch Stumpfheit. Auch Stumpfheit ist falsch. Hier geht es um die Affekte der Lust und Unlust. Und auffällig ist eben, nach Aristoteles soll man jetzt nicht nur über die Stränge schlagen, man soll auch nicht völlig asketisch leben. Also eher geht es wohl um einen bewussten Kenner als um einen Asketen unter der Überschrift der Besonnenheit. Die beiden tauchten schon bei Platon auf. Erinnern wir uns, die zwei gab es bei Platon, dann gab es die Weisheit, die hatten wir gerade schon dann bei den dianoetischen Tugenden. Und dann gab es noch Gerechtigkeit und die wird gleich noch kommen. Aristoteles behandelt auch Tapferkeit und Besonnenheit sehr ausführlich, auch für ihn sind sie offenbar sehr, sehr wichtig. Er nennt sie auch gelegentlich die beiden Tugenden des unvernünftigen Seelenteils. Und daran merkt man, hier ist vielleicht so ein spätes Erbe der platonischen Aufteilung des sinnlich begehrenden Seelenvermögens in Mutartiges und Begierden. Denen waren ja jeweils Tapferkeit und Besonnenheit primär zugeordnet. Aber Aristoteles kennt noch mehr ethische Tugenden. Zum Beispiel Freigebigkeit. Die liegt zwischen Geiz, klar, aber auch Verschwendung. Da geht es um den Umgang mit Geld und Gütern, vor allen Dingen im zwischenmenschlichen Bereich, im privaten Bereich. Hochherzigkeit, die liegt zwischen Kleinlichkeit und Protzerei. Hier geht es auch um Geld und Güter, aber im großen Bereich, im öffentlichen Bereich. Also um Spenden, die man in der Polis entrichtet, um den Aufwand, den man dort betreibt und der für alle sichtbar ist. Ehrbewusstsein, ja, man soll nicht ehrsüchtig sein, aber auch nicht ehrgeizlos. Hier geht es um das zwischenmenschliche Ansehen, wieder eher im privaten Bereich. Hingegen Seelengröße behandelt das Ansehen im öffentlichen Bereich, da geht es um öffentliche Ehrungen. Man soll nicht aufgeblasen sein, aber auch nicht niedersinnig. Sanftmut, man soll nicht zornmütig sein, also cholerisch, aber auch nicht völlig zornlos, nicht unterwürfig, nicht knechtisch. Hier geht es vor allen Dingen um Konflikte. Wie reagiere ich auf Kränkungen oder Provokationen? Auch da soll ich die rechte Mitte halten. Freundlichkeit liegt zwischen Streitsucht und Anbiederei. Hier geht es um Kooperationen. Wie stark versuche ich, meine eigene Position durchzusetzen? Wie stark bin ich bereit zu kompromissen? Auch da muss ich eine rechte Mitte treffen. Wahrhaftigkeit. Ja, hier geht es nicht um Ehrlichkeit in allen Lebensbereichen, sondern es geht primär um das Sprechen von der eigenen Person. Es geht um Selbstdarstellung. Und da soll ich nicht prahlerisch auftreten, aufschneiderisch, aber auch nicht tief stapeln. Artigkeit betrifft schließlich den Bereich der Geselligkeit und des Humors. Und da soll ich weder possenreißerisch auftreten, noch völlig steif sein. Diese Charaktertugenden gehören erkennbar bestimmten Lebensbereichen zu. Sie können sie letztlich definieren als charakterliche Vortrefflichkeit in einem bestimmten Lebensbereich. Die Tapferkeit betrifft vorrangig natürlich den Krieg.
Aristoteles sagt, sie kann auch betreffen Krankheit oder Armut, aber primär ist sie im Krieg relevant. Besonnenheit betrifft den Umgang mit dem eigenen Körper, die leiblichen Bedürfnisse, also Nahrung, Alkoholgenuss, Sexualität, vor allen Dingen auch bei Festen. Freigebigkeit und Hochherzigkeit betreffen Besitz und Vermögen, einmal im Kleinen, im Privaten, einmal im Großen, im Öffentlichen. Ehrbewusstsein und Seelengröße betreffen Selbstwert und Ansehen, auch einmal im Kleinen, im Privaten, einmal im Großen, im Öffentlichen. Und beim Rest geht es um Umgangsformen und Kommunikation, also um den Umgang mit Konflikten, mit Kooperationsmöglichkeiten, um die Selbstdarstellung, um die Geselligkeit. Sie merken, diese Charaktertugenden sind stark auf interpersonelle Verhältnisse ausgerichtet. Selbst die Besonnenheit trifft ihren Niederschlag wohl primär in Interaktion, also bei Festen, bei Partys und Ähnlichem. Bei Platon war diese interpersonelle Dimension nachrangig. Platon hatte die Tugenden definiert als Fähigkeiten und Verhältnisse der Seelenteile. Insbesondere Gerechtigkeit war bei Platon Seelenfunktionalität und Seelenharmonie. Und höchstens sekundär sorgte sie dann für angemessenes Verhalten und gewünschte Effekte. Bei Aristoteles sind die Tugenden viel unmittelbarer zwischenmenschlich definiert. Das sind zwar immer noch Charakterdispositionen. Es geht wirklich um die zugrunde liegende Haltung, nicht schon um Handlungen oder Konsequenzen. Aber es sind wirklich Haltungen gegenüber anderen Menschen. Insbesondere die Tugend der Gerechtigkeit ist bei ihm ausdrücklich auf den Umgang mit anderen bezogen. Die fehlt bislang, die kommt gleich, ist aber auch bei Aristoteles vorhanden und zentral. Die längste Abhandlung überhaupt, das ganze Buch 5 der Nikomachischen Ethik, ist der Gerechtigkeit gewidmet. Und die unterscheidet er noch einmal sehr genau. Zunächst einmal sagt er, wir sprechen von Gerechtigkeit auch in einem weiten Sinn. Man nannte das dann die allgemeine Gerechtigkeit. Und da bedeutet sie den Vollbesitz sämtlicher ethischer Tugenden, die wir gerade auf der letzten Folie hatten. Das erinnert stark an Platons Gerechtigkeitsdefinition. Bei Platon war ich gerecht, wenn jeder Seelenteil das Seinige tut, also insbesondere wenn ich weise, tapfer und besonnen bin. Und hier bei Aristoteles meint Gerechtigkeit in diesem ersten Wortsinne etwas Ähnliches, nämlich alle Charakterdispositionen sind gut ausgeprägt mit Blick auf ihren jeweiligen Lebensbereich. Das ist eine ähnlich umfassende Tugendhaftigkeit, die sich aus dem Vorhandensein der anderen Tugenden ergibt. Bei Platon war entsprechend auch Gerechtigkeit quasi die Mastertugend, weil sie so umfassend war, alle anderen enthielt. Bei Aristoteles würde man eher sagen, die Klugheit ist die Mastertugend, weil sie sich in all die anderen Tugenden transformiert. Aber immerhin, Gerechtigkeit in diesem weiteren Sinne hat auch bei Aristoteles einen Sonderstatus, und zwar strukturell ganz ähnlich wie bei Platon. Das ist der Besitz aller Tugenden. Und wahrscheinlich ist das ein begriffliches Zugeständnis an Platon und die Platoniker. Es kommt in dem Buch schon, in dem Gestus daher, manche benutzen den Begriff der Gerechtigkeit so, und das kann man auch tun. Wie immer kommt nach dieser Höflichkeit aber ein aristotelisches Aber. Ihn interessiert eigentlich mehr Gerechtigkeit im engeren Sinne. Die wurde dann auch als partikuläre Gerechtigkeit bezeichnet. Und das ist wirklich jetzt eine weitere Einzeltugend, nämlich die Nummer 11, die auf der vorigen Folie noch fehlte. Das ist jetzt wirklich eine Tugend für spezielle politische Verhältnisse. Manche sagen auch, so wie die Tapferkeit für den Krieg da ist, ist die Gerechtigkeit für den Frieden da. Sie wird aber noch mal genauer unterteilt. In jedem Fall, das ist jetzt wieder ein besonderer Habitus. Es ist wieder ein Projekt der Gewöhnung. Sie entsteht durch Transformation aus der Klugheit und sie kann als eine rechte Mitte bestimmt werden. Denn Gerechtigkeit betrifft immer Fragen des Gebens und Nehmens, des Zuteilens und Korrigierens. Und deshalb kann man in diesen Bereichen immer ein zu viel und zu wenig treffen. Und deshalb geht es auch bei der Gerechtigkeit um eine rechte Mitte. Sie wird nochmal genauer unterteilt. Erstens gibt es die sogenannte ausgleichende Gerechtigkeit. Die betrifft den Verkehr zwischen einzelnen Personen. Und davon gibt es nochmal zwei Arten. Einmal gibt es freiwilligen Verkehr. Der beruht eben auf freiwillig getroffenen Abmachungen. Da geht es um Kauf, Verkauf, Miete, Darlehen, Bürgschaft, Hinterlegung und dergleichen. Also das, was wir heutzutage den Bereich des Zivilrechts am ehesten nennen würden.
Zweitens gibt es den unfreiwilligen Verkehr. Der besteht in heimlichen oder offenen Vergehen. Da geht es um Mord, Körperverletzung, Diebstahl, Raub, Ehebruch, Verleumdung. Also das, was wir heute im Wesentlichen als den Bereich des Strafrechts verstehen würden. Und jeweils geht es darum, eine rechte Mitte zu treffen. Es darf kein zu viel und kein zu wenig bei den beiden Betroffenen geben, die da interagieren. Genauer stellte sich das so vor. Wenn im freiwilligen Verkehr der Wert einer Leistung den Wert der Gegenleistung übersteigt, sagen wir, die Ware ist viel mehr wert als der gezahlte Preis, dann hat der eine Beteiligte einen unberechtigten Vorteil, in diesem Fall der Kunde, ein zu viel, der andere einen unberechtigten Nachteil, ein zu wenig, in diesem Fall der Verkäufer. Oder wenn im unfreiwilligen Verkehr der Täter seinem Opfer einen Schaden zufügt, ein Wegelagerer raubt einen Reisenden aus, dann hat der Täter einen unberechtigten Vorteil, ein zu viel, und das Opfer einen unberechtigten Nachteil, ein zu wenig. Dieser Vorteil und Nachteil sollten natürlich am besten erst gar nicht entstehen. In dem Sinne ist ausgleichende Gerechtigkeit vielleicht auch schon eine Tugend der beiden Beteiligten. Aber wenn sie entstanden sind, müssen sie ausgeglichen werden. Deshalb ausgleichende Gerechtigkeit. Und das ist dann vor allen Dingen die Tugend eines Richters, der entstandene Vorteile und Nachteile wieder beseitigen, die rechte Mitte zwischen zu viel und zu wenig wiederherstellen muss. Es geht also um eine rechte Mitte, wie die Vorteile und Nachteile eben ausgeglichen werden müssen. Und die bezeichnet Aristoteles dann auch als einen Zustand der Gleichheit, weil wir etwas ausgleichen. Aber Vorsicht, das heißt nicht, dass diese Gleichheit wirklich einen Zustand inhaltlicher Gleichheit meint. Insbesondere heißt es natürlich nicht, dass nach Aristoteles alle Menschen gleich viel Besitz haben müssten. Es heißt umgekehrt vielmehr, der rechtmäßige Zustand definiert die Position der Gleichheit, die gegebenenfalls wiederhergestellt werden muss. Rechtmäßiger Besitz nach Aristoteles kann sehr ungleiche Reichtümer bedeuten. Aber von diesem rechtmäßigen Status quo aus muss beim freiwilligen Handel Gleiches gegen Gleiches getauscht werden. Und nach einem unfreiwilligen Übergriff müssen Vorteile und Nachteile wieder ausgeglichen werden. Also es geht nicht darum, dass die Leute vor oder nachher wirklich gleich viel haben. Es heißt, das, was sie vorher hatten, definiert den Nullpunkt, die Gleichheit, die rechte Mitte, die wiederhergestellt werden muss. Er versucht das auch pseudomathematisch darzustellen anhand des Konzepts der arithmetischen Proportionalität. Man muss von dem Begünstigten, dem Täter, den Vorteil quasi subtrahieren und zum Benachteiligten, dem Opfer, quasi addieren. Dann ist die Gleichheit wiederhergestellt. Also formelhaft Täter minus Vorteil gleich Opfer plus Nachteil. Es ist also eine Gleichung, ist ein Gleichheitszeichen zwischen zwei Differenzen. Das besagt aber nicht, dass Täter und Opfer vor der Tat gleich viel Besitz hatten oder nach der Korrektur wieder gleich viel Besitz haben müssten. Diese Formel schreibt vielmehr fest, der Ausgangszustand ist als Gleichheit zu deuten und die ist jetzt wieder herzustellen. Dieser anfängliche Zustand wird als Gleichheit festgelegt, als rechte Mitte, von der aus sich zu viel und zu wenig definieren. Dieser Begriff der Gleichheit ist ihm deshalb so wichtig, weil viele Leute im ersten Zugriff sagen, Gerechtigkeit hat irgendwas mit Gleichheit zu tun. Und typisch aristotelisch greift er das auf und sagt, ja, stimmt, aber. Ja, stimmt, das hat was mit Gleichheit zu tun, aber bitte in diesem Sinne. Es ist eigentlich mehr diese Art Proportionalität, um die es geht, nicht strikte Gleichheit. Das Konzept ist sehr bekannt, es ist auch einigermaßen nachvollziehbar. Trotzdem stellen sich natürlich gewisse Fragen. Man kann zum Beispiel fragen, stimmt es immer, dass der Täter einen Vorteil hat? Ein Dieb sicherlich ja, der hat ja jetzt das Geklaute. Aber ein Affektmörder zum Beispiel, hat der wirklich einen Vorteil? Und was heißt es, ihm diesen Vorteil wieder wegzunehmen, insbesondere durch Strafe, um den Ausgleich zu erzielen? Das erscheint manchmal bei reparablen Gütern erstaunlich milde. Also scheinbar muss der Dieb irgendwie die Sache nur zurückgeben. Das ist sehr wenig als Strafe. Bei irreversiblen Schäden kann es überraschend streng werden. Heißt es, dass der Affektmörder unbedingt hingerichtet werden muss?
Das Konzept ist sehr, sehr deutungsoffen. Ein paar Anmerkungen dazu macht Aristoteles, aber auch nicht sehr viele. Der zweite große Bereich der Gerechtigkeit ist die austeilende Gerechtigkeit. Die betrifft die Zuteilung von öffentlichen Gütern, insbesondere von Ehre und Geld. Und auch hier geht es um eine rechte Mitte. Es darf kein zu viel und kein zu wenig an diesen Gütern geben. Genauer stellt Aristoteles sich das so vor, dass Geld und Ehre verteilt werden müssen, proportional zum Verdienst der Bürger. Das nennt man Meritokratie, Verteilung gemäß Verdienst, gemäß erbrachter Leistung oder gezeigter Tugendhaftigkeit. Und auch hier kann es ein zu viel und ein zu wenig geben, eben wenn jemand mehr oder weniger bekommt, als er verdient. Die austeilende Gerechtigkeit vermeidet dies. Es mag auch schon eine Tugend der Beteiligten sein, dann ist jemand austeilend gerecht, wenn er sich selbst nicht mehr nimmt, als ihm zusteht, gemäß verdient. Vor allen Dingen aber ist es eine Tugend der Herrschenden, die öffentliche Güter gemäß Verdienst zu verteilen haben, die rechte Mitte zwischen zu viel und zu wenig treffen müssen. Und auch das nennt wieder Aristoteles eine Form von Gleichheit. Und auch da greift er wieder das allgemeine Verständnis auf, dass Gerechtigkeit was mit Gleichheit zu tun hat. Und es kommt sofort das aristotelische Aber. Es heißt natürlich nicht inhaltliche Gleichheit, es heißt natürlich nicht, dass alle gleich viel bekommen, es heißt nur, dass gleich Verdienstvolle gleich viel bekommen. Es heißt, dass gemäß Verdienst verteilt wird. Das ist die angemessene Form von Gleichheit in diesem Bereich der Gerechtigkeit. Verhältnismäßigkeit der Anteile, nicht strenge Gleichheit. Auch das stellt er wieder pseudonumerisch dar, als Konzept einer geometrischen Proportionalität. Die zugeteilten Güter der beteiligten Personen müssen sich so verhalten wie die Verdienste dieser Personen. Und nur diese Gleichheit ist gefordert. Formelhaft, der Güteranteil von A geteilt durch den Güteranteil von B muss gleich sein dem Verdienst von A geteilt durch das Verdienst von B, wie immer man das genau numerisch messen mag. Also diese Gleichung, jetzt ist es ein Gleichheitszeichen zwischen zwei Quotienten, vorhin waren es zwei Differenzen, jetzt sind es zwei Quotienten, besagt nicht, dass alle gleich viele Güter bekommen sollen. Sie sagt nur, die Güteranteile sollen gemäß Verdienst ausfallen. Also diese geometrische Proportionalität wird hier als Gleichheit festgelegt, als rechte Mitte, von der aus sich jetzt zu viel und zu wenig definieren. Auch das ist verständlich im ersten Zugriff. Man kann darüber nachdenken, ob es einen überzeugt. Bei der Zuteilung von Ehre ist das irgendwie einleuchtend. Bei Geld finden wir das vielleicht eher irritierend. Wir verteilen öffentliche Gelder ganz anders. Wir denken zum Beispiel eher an Armenhilfe und dergleichen. Aber in der Antike geht es nicht um Versorgungsleistungen für den elementaren Lebensunterhalt, sondern eher um die Gewährung von öffentlichen Bevorzugungen. Das können auch monetäre Bevorzugungen sein, aber es geht immer um die Anerkennung für erbrachte Leistungen. Etwa Länderverteilung gemäß Kriegsverdienst. So kann man sich das vorstellen. Es geht nicht um die Bekämpfung von Hunger. Das fällt nicht hier runter. Jetzt sind wir die aristotelischen Tugenden durchgegangen, alle 11. Die Gerechtigkeit ist noch einmal sehr komplex, wie Sie gesehen haben. Und jetzt möchte ich noch ein Thema von Aristoteles anschließen, das sehr interessant ist, insbesondere um den tugendethischen Charakter seiner Ethik nochmal zu vertiefen. Aristoteles spricht nämlich davon, es gehe in der Ethik, in der Moral um praktische Syllogismen. Das heißt, um Schlüsse, die mit dem Handeln zu tun haben und die für dessen moralische Bewertung zentral sind. Sie merken, da kommt ein starkes rationales Element herein. Solche Schlüsse sind Sache der Vernunft. Unser Sinn, unsere Empfindung, die schließt nicht. Unser Sinn, unser Gefühl, die schließen nicht. Das macht die Vernunft. Wundert ja auch nicht. Moral kommt bei ihm aus dieser dianoetischen Tugend der Klugheit. Die Frage ist nur, wie sieht so ein Schluss genauer aus? Insbesondere, wie geht zum Beispiel eine ethische Tugend wie die Tapferkeit jetzt in so einen Schluss überhaupt ein? Und das Thema ist recht schwierig, auch sehr mehrdeutig, denn leider führt Aristoteles dieses Thema überhaupt nicht systematisch aus und er gibt auch kein vollständiges Beispiel. Die Erläuterungen von ihm sind bruchstückhaft und die Beispiele, die er gibt, sind bei genauerem Hinsehen gar keine praktischen Syllogismen, sondern poetische. Das heißt, die betreffen gar nicht das Handeln, sondern das Herstellen. Ein Beispiel, das kommt in der nikomachischen Ethik, ist, trockene Nahrung ist gesund. Also er meint wahrscheinlich nicht fette Nahrung ist gesund.
Das hier ist trockene Nahrung, also sollte man es essen. Fein, es ist ein Schluss, ist auch nicht besonders intelligent, nicht sehr kompliziert, sieht auch aus wie ein praktischer Syllogismus, scheint auch was mit Klugheit zu haben, aber es geht um Gesundheit. Und Gesundheit gehört zum Bereich des Herstellens, der Poiesis, nicht des Handelns, der Praxis. Gesundheit ist ein erreichter Zustand, außerhalb der Tätigkeit selbst. Gesundheit ist keine Qualität, die im Tätigsein selbst läge. Gesundheit ist ein Geschäft der Medizin. Und Medizin ist eine Kunst, eine Technik. Hat nichts mit Klugheit zu tun, mit Phronesis. Deshalb ist dieses schöne Beispiel, was wir von ihm bekommen, leider gar kein praktischer Syllogismus, sondern ein poetischer. Wir müssen deshalb mühsam rekonstruieren, was er meinen könnte. Und wir können dabei anknüpfen an Überlegungen aus den letzten Stunden. Da haben wir nämlich bestimmte Schlüsse betrachtet, die durchaus als praktische Syllogismen gelten können. Die waren nicht in Aristoteles Sinne spezifiziert, aber als formale Vorlage können wir sie benutzen. Der Schluss, den wir immer wieder hatten, sah nämlich wie folgt aus. Ganz allgemein, Q ist immer gut. Das spezielle A ist so ein Q, also ist das A auch gut. Das ist ein moralischer Schluss. Wir haben eine erste Prämisse, einen allgemeinen Obersatz, Q ist gut, eine zweite Prämisse, einen speziellen Untersatz und dann eine spezielle Schlussfolgerung. Und das passt ganz gut zu einigen Anmerkungen, die Aristoteles macht, was die Komponenten eines praktischen Syllogismus betrifft. Aber es muss spezifiziert werden. Wir wissen nicht genau, wo sollen wir da jetzt die Klugheit reinschreiben und wo eine Charaktertugend wie die Tapferkeit. Wie würde ein Deontologe dieses Schema eigentlich benutzen? Nun, der könnte sagen, ich benutze es so. Mein oberster Satz ist zum Beispiel, Wahrheit sagen ist geboten. Das ist mein Q ist gut. Mein Untersatz ist, A stellt ein Wahrheitssagen dar. Das ist eine inklusive Beziehung. Die Lautäußerung A bildet inklusiv eine Handlung des Wahrheitssagens. Bei gegebenen Intentionen und Konventionen. Naja, und dann ist A eben geboten. Schön, das funktioniert, für Aristoteles ist es aber uninteressant, denn dem geht es nicht um solche Handlungsregeln in seiner Ethik. Ein Teleologe könnte sagen, ich kann das Schema auch gut benutzen. Mein oberster Satz ist zum Beispiel, Glück vermehren ist geboten. Mein Untersatz ist, die Handlung A führt zur Glücksvermehrung. Das ist jetzt ein kausales Verhältnis. Die Handlung A führt kausal zur Konsequenz der Glücksvermehrung, je nach Umständen und Beteiligten. Naja, und dann ist eben A geboten. Schön, funktioniert, interessiert Aristoteles auch nicht. Das wäre für ihn ein poetischer Syllogismus, weil hier eine Konsequenz hergestellt wird. Wie um alles in der Welt soll man dieses Schema tugendethisch anwenden? Das ist nicht klar, ist auch nicht einfach. Insbesondere müssen wir uns darauf einrichten, das könnte sich ja vielleicht auch verschieben. Aristoteles hat ja ein dynamisches Modell. Da transformiert sich die Klugheit im Laufe der Zeit in einzelne Charaktertugenden. Und deshalb könnte sich ja auch verschieben, was so ein praktischer Syllogismus ist. Wie gesagt, er macht leider nur sehr vereinzelte Anmerkungen, was sich dahinter verbergen soll. Möglicherweise auch, weil wir den Text nicht in einem guten editorischen Zustand haben. Ein paar Brocken haben wir von ihm. Er sagt, es gibt zwei Vordersätze. Einen allgemeinen, einen speziellen. Gut, passt. Eine allgemeine Prämisse irgendwie des Typs Q ist gut, eine spezielle Prämisse irgendwie des Typs A ist so ein Q, wie bei den beiden anderen auch. Aristoteles sagt weiter, die Folgerung aus so einem Schluss muss gleich in eine Handlung übersetzt werden. Ist vielleicht ein bisschen stark formuliert, gemeint ist diese Conclusio, dieses A ist gut oder A ist geboten, ist wirklich ein Imperativ, ein Sollen. Und dieses A ist auch genauer ein Handeln. Wie in den bisherigen Beispielen auch. Das A war hier immer eine Handlung. Auch beim Teleologen war es eine Handlung. Ich muss A tun, um die Konsequenz zu erreichen. Dann schreibt Aristoteles an einer Stelle, die Tugend, und er meint wohl die Charaktertugend, die macht, dass man sich das rechte Ziel setzt, die Klugheit macht, dass man die rechten Mittel dafür wählt. Es geht also um eine Ziel-Mittel-Relation. Wobei wir aber schon wissen, diese Relation ist nicht so zu deuten, dass das Ziel die Konsequenz des Handelns wäre. Und das Mittel, das geeignete Handeln, um diese Konsequenz zu erreichen. Vielmehr bei Aristoteles muss das Ziel im Vollzug der Handlung selbst liegen.
Und das Mittel muss der Charakter dieses Handelns sein. In diesem Charakter verwirklicht sich dann das Ziel. Okay. Dann schreibt er noch, die Klugheit gehe auf den Untersatz. Also die Klugheit betrifft den Untersatz, diese zweite Prämisse A ist Q. Damit hat die Klugheit zu tun. Die Klugheit soll aber auf das Mittel ziehen, also muss in diesem Untersatz auch irgendwie das Mittel stehen, in diesem seltsamen Sinne. Und er schreibt noch, was dem Handeln als Prinzip vorangeht, sind Sätze wie, weil dies oder das das Ziel und das Beste ist. Das heißt, das Ziel steht im Obersatz, in der ersten Prämisse, im Q ist gut. Auf das Ziel soll aber die Charaktertugend gehen, also muss im Obersatz, in dem Q ist gut, irgendwie diese Charaktertugend untergebracht werden. So, wenn man diese Eckdaten von Aristoteles hat, geht man ans Puzzeln und versucht zusammenzusetzen, wie ein praktischer Syllogismus nach Aristoteles aussehen könnte. Da gibt es sicherlich verschiedene Möglichkeiten. Ich stelle Ihnen jetzt eine vor, die mir plausibel erscheint und bei der wir auch nochmal wichtige Dinge über seine Tugendethik rekapitulieren können. Eine gute Interpretation, wenn wir all das zusammensetzen, was er uns da vorgegeben hat, könnte zum Beispiel so aussehen. Nehmen wir als Obersatz mal den Satz, Tapferkeit ist im Krieg das höchste Ziel. Das könnte unser Q ist gut sein. Es ist ein naheliegender Ausgangspunkt. Wie gewünscht, wir haben die Nennung der Tugend hier im Obersatz, Tapferkeit steht da drin, gemäß dem jeweiligen Lebensbereich im Krieg. Wie gewünscht, hier wird ein Ziel festgestellt, das Gute, was wir erreichen müssen. Tapferkeit ist im Krieg das höchste Ziel. Das Ganze bleibt aber natürlich sehr abstrakt. Es wird hier gesagt, welchen grundsätzlichen Charakter eine anstehende Handlung haben sollte. Diese Handlung muss jetzt Tapferkeit realisieren. Es wird aber nicht gesagt, worin diese Tapferkeit jetzt genauer besteht. Also was Tapferkeit jetzt konkret heißt. Das ist aber auch völlig richtig so, solange es um einen unerfahrenen Menschen geht. Es entspricht genau seiner Situation. Ein unerfahrener Mensch, der zum ersten Mal im Krieg ist, kann diesen Obersatz ohne weiteres unterschreiben. Er weiß, jetzt ist Krieg, jetzt muss ich tapfer sein. Er weiß, das muss der Charakter meiner Handlung sein, das ist als Tugend meiner Handlung gefordert. Aber er weiß nicht ohne weiteres, was das beinhaltet. Und das liegt daran, dass er die Tugend im eigentlichen Sinne als Habitus seines Charakters noch gar nicht hat. Ein passender Untersatz hierzu könnte das Problem jetzt lösen, indem der Untersatz lautet, jetzt angreifen realisiert Tapferkeit. Das ist jetzt das A ist Q. Und genau, weil er die Tapferkeit als Habitus noch nicht hat, muss das seine Klugheit leisten. Sie muss herausfinden, was die geforderte Tugend, Tapferkeit, jetzt konkret beinhaltet. Etwa einen Angriff. Und diese Leistung der Klugheit steht jetzt wie gewünscht im Untersatz. Hier erfolgt die Bestimmung des konkreten, adäquaten Mittels zum abstrakt vorausgesetzten Ziel. Und dieses Ziel-Mittel-Verhältnis ist jetzt ganz gemäß der Logik des Handelns, nicht gemäß der Logik des Herstellens zu verstehen. Es geht nicht um ein Ziel im Sinne des Herstellens eines Zustands, etwa gewinnen, siegen, sondern um ein Ziel im Sinne der Realisation im Handeln selbst, angreifen. Gesucht ist jene Handlung, die den geforderten Handlungscharakter, die vorgegebene Tugendhaftigkeit in sich selbst, in ihrem Vollzug realisiert. In diesem Sinne geht es um das richtige Mittel zum vorausgesetzten Ziel. Das Handeln muss in sich den Charakter des Guten tragen, indem es in seinem Vollzug die geforderte Tugend, den gewünschten Handlungscharakter realisiert. In dem Fall angreifen. In dieser Situation heißt tapfer sein angreifen. Es besteht darin. Und das richtig zu bestimmen ist keine faktische Aufgabe und es ist auch überhaupt nicht trivial, es ist eine schwierige Aufgabe. Ist eine moralische Aufgabe und genau die ist der Klugheit übertragen. Und der Schluss lautet dann natürlich, ja, jetzt muss ich dann wohl angreifen, A ist gut. In dieser Form gilt der Schluss offenbar aber auch nur für einen unerfahrenen Menschen, also vor der Gewöhnung. Die Tugend im eigentlichen Sinne als verfestigten Habitus hat er noch gar nicht. Stattdessen tritt hier die Tugend nur so in einem vorläufigen Sinne auf, als geforderter Charakter seiner Handlung. Die Handlung muss jetzt tapfer sein. Du bist noch nicht tapfer, deine Handlung jetzt muss tapfer sein. Und genau deshalb ist die Klugheit nötig, um diesen geforderten Handlungscharakter im anstehenden Handeln zu treffen, durch den Angriff.
Und jetzt kann man sich fragen, schön, hat ganz gut geklappt, kriegen wir auch einen praktischen Syllogismus für einen erfahrenen Menschen? Also für einen, der die Gewöhnung geleistet hat. Das mag sein, wir müssen uns dann darauf einstellen, dass die Leistung der Klugheit viel weniger wichtig sein wird, wenn überhaupt noch eine Aufgabe im moralischen Sinn. Denn bei einem erfahrenen Menschen hat die Klugheit ihren Job bereits erledigt. Sie hat sich durch Gewöhnung in die entsprechende Tugend verwandelt, die jetzt im eigentlichen Sinne als Habitus auftreten kann und als solcher Habitus das Handeln direkt bestimmen kann. Und vor dem Hintergrund wäre jetzt eine gute Interpretation für einen praktischen Syllogismus beim erfahrenen Menschen vielleicht der folgende. Obersatz: Ein Angriff in Situationstyp X ist tapfer. Das ist jetzt unser Q ist gut. Das passt schön, wir haben wieder die Nennung der Tugend im Obersatz. Jetzt wird aber auch ihr konkreter Inhalt ausgesprochen. Und das ist genau deshalb möglich, weil der Erfahrene diese Tugend jetzt wirklich und im eigentlichen Sinne hat. Er hat diese Tugend jetzt als Habitus. Er ist jetzt ein tapferer Mensch. Und als solcher greift er in solchen Situationen an, ohne noch genauer nachdenken zu müssen. Er weiß, dass er in Situationstyp X anzugreifen hat, aufgrund seines Habitus. Genau das macht ihn tapfer. Und in diesem Sinne ist das jetzt sein Obersatz. Das ist quasi die explizite Verbalisierung seiner verinnerlichten Disposition. Passender Untersatz. Jetzt ist so eine Situation vom Typ X. Das hätte wieder die Klugheit zu erledigen. Damit stünde wieder die Leistung der Klugheit im Untersatz, wie gewünscht. Das ist jetzt aber keine moralische Aufgabe mehr. Das ist nur noch eine vergleichsweise trivialische, faktische Situationsbestimmung. Die Klugheit muss jetzt lediglich noch erkennen, dass jetzt eine Situation vom Typ X vorliegt. Das kann schon mal faktische Probleme bereiten, aber ist in jedem Fall keine moralische Aufgabe mehr. Aber das ist auch völlig richtig so, wenn es um einen erfahrenen Menschen geht. Es entspricht genau seiner Verfassung. Denn bei ihm hat die Klugheit ihre moralische Aufgabe bereits erfüllt. Sie hat sich aufgrund früherer Schlüsse der obigen Form in den Habitus der Tapferkeit verwandelt. Und dieser Habitus übernimmt jetzt im zweiten Schluss alle moralische Entscheidung im Obersatz. Während für die Klugheit nur noch diese faktische Situationsbestimmung im Untersatz bleibt. Das ist entsprechend jetzt auch nicht mehr Klugheit im eigentlichen Sinne, als Fähigkeit des moralischen Abwägens. Das ist jetzt nur noch Klugheit in einem, sagen wir, nachlaufenden Sinne, als faktische Situationseinschätzung. Aber die Conclusio ist natürlich wie vorhin, jetzt muss ich angreifen. Das Schema formal geht wieder durch. Also möglicherweise haben wir bei Aristoteles zwei verschiedene Syllogismen. Einmal beim unerfahrenen, einmal beim erfahrenen Menschen. Formal sind die ähnlich. Insbesondere bekommen wir es hin, dass jeweils die Tugend im Obersatz steht und die Klugheit im Untersatz. Und das passt zu Aristoteles Vorgaben. Aber inhaltlich sind die sehr verschieden. Insbesondere die Bedeutung von Tugend und die Aufgabe der Klugheit wechseln stark. Im oberen Syllogismus existiert Tugend im eigentlichen Sinne noch gar nicht. Es erscheint hier keine Tugend als Charakterdisposition. Sie erscheint nur als Handlungscharakter der geforderten Handlung. Das ist noch keine Charakterdisposition, denn die habe ich noch nicht. Im unteren Syllogismus ist sie dann da, als tatsächlicher Habitus, der sich in einer solchen generellen Situationsbewertung zum Ausdruck bringt. Dafür ist im unteren Syllogismus die Klugheit stark reduziert. Die leistet hier ja nur so eine faktische Situationsbestimmung, ohne moralische Anteile. Im oberen Syllogismus aber ist sie im eigentlichen Sinne gefordert. Da muss sie diese moralische Mittelwahl treffen. Und die ist nicht trivial. Das heißt, Tugend hat im unteren Syllogismus ihre richtige Gestalt erhalten, als eingewöhnter Habitus, während sie im oberen Syllogismus als solche noch gar nicht auftaucht. Genau dafür leistet die Klugheit im oberen Syllogismus ihren angestammten Dienst, die moralische Mittelwahl, und dann im unteren als solche gar nicht mehr gebraucht zu werden. Entsprechend unterschiedlich fällt auch die Diagnose aus, wenn was schief geht. Woran liegt es denn, wenn sich der Unerfahrene falsch verhält? Nun, dann hat bei ihm sicherlich vor allen Dingen die Klugheit versagt. Dann hat sie ein falsches Mittel gewählt zum vorgegebenen Ziel. Im Obersatz, dass Tapferkeit im Krieg gefordert ist, das weiß jeder. Da wird sich kaum jemand irren. Aber vielleicht scheitert seine Klugheit daran festzustellen,
was im einzelnen Fall Tapferkeit genauer bedeutet. Und dann läuft er weg. In der zweiten Form, da wird vor allen Dingen die Tugend versagen, wenn etwas schiefläuft. Die gibt möglicherweise ein falsches Ziel vor für die gegebene Situation. Dass eine Situation vom Typ X vorliegt, das sieht wahrscheinlich jeder. Da wird sich kaum jemand irren. Aber vielleicht war zuvor die Charakterbildung nicht erfolgreich, sodass trotz dieser erkannten Situation falsch reagiert wird. Da ist halt jemand feige geworden oder tollkühn. Erst diese beiden Syllogismen zusammen haben auch wirklich tugendethischen Charakter. Der erste Syllogismus allein, die erste Form, ist eigentlich deontologisch. Da geht es um die Frage der Realisation eines Handlungstyps in einem Vollzug. Die erste Prämisse gibt einen geforderten Handlungscharakter vor. Die zweite Prämisse ordnet eine bestimmte Handlung diesem Handlungscharakter zu. Das ist eigentlich noch ein deontologisches Modell. Aber das soll letztlich dazu führen, dass es zu einer festen Charakterdisposition kommt. Sodass wir dann schließen wie in der zweiten Form. Und die ist tatsächlich jetzt tugendethisch. Denn jetzt hat die Charakterdisposition die entscheidende Stellung im Obersatz inne. Die erste Prämisse gibt den bestehenden Habitus wieder. Die zweite Prämisse stellt nur noch fest, jetzt haben wir eine Situation, die ein konkreter Aktivierungsfall dieser bestehenden Disposition ist. Mehr nicht. Soviel zum Thema praktischer Syllogismus, auch soviel zum Thema Aristoteles. Das ist ein komplexes Thema, darüber kann man sich sehr den Kopf zerbrechen. Aber es macht einem nochmal sehr schön klar, wie seine Ethik eigentlich funktioniert, besonders über die Zeit hinweg. Das ist eben wirklich ein originär dynamisches Modell, wo es sehr starke qualitative Unterschiede gibt zwischen einem unerfahrenen Menschen, bei dem die Klugheit gefordert ist, und einem erfahrenen Menschen, bei dem das immer passiert ist und der jetzt die entsprechende Tugend als verinnerlichte Disposition hat. Wir machen jetzt eine kurze Pause bis 10 nach 11 und dann geht's weiter.